Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Lunch-Update begrüßen. Zunächst darf ich Ihnen im Namen des gesamten Teams ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017 wünschen. Es gibt ja doch viele Themen, die sind bedeutend wichtiger als die finanziellen Themen. Und gleich zum Jahresanfang betrachten wir uns mal das Thema Inflation. Wir haben einige Schlagzeilen zu diesem Thema bekommen. Es gab auch einige Rückfragen aus dem Kundenkreis und von daher wollen wir das nun in den nächsten rund 15 Minuten mal kurz aufgreifen, um Ihnen die wichtigsten Daten hier zur Verfügung zu stellen. Im Nachgang zur Präsentation haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese werden wir nicht mehr aufzeichnen. Die Präsentation selbst wird als Konserve zur Verfügung gestellt und sollte Ihnen im Laufe des heutigen Tages oder des morgigen Tages noch einmal per E-Mail zugehen. So, steigen wir direkt ein. Zeit ist Geld. Was Sie hier sehen, ist das finanzielle Gedächtnis, was doch viele von uns geprägt hat. Wir sind es gewohnt, dass wir mit sicheren Geldanlagen eine real positive Rendite generieren können. Das sehen Sie hier eben auch entsprechend dargestellt. Die orange Linie, das ist die Rendite einer 10-jährigen Bundesanleihe abzüglich der jeweils im Kalenderjahr geltenden Inflationsrate. In Blau sehen wir die Rendite einer 2-jährigen Bundesanleihe, wiederum reduziert um die entsprechende Inflationsrate. Und Sie sehen, lange Zeit hatten wir einen sehr, sehr komfortablen Abstand hier zur Nulllinie. Das heißt, wir konnten sogar mit kurz laufenden Bundesanleihen, also beste Bonität, kaum Zinsänderungsrisiken, unsere Kaufkraft nicht nur erhalten, sogar sondern steigern. Das hat sich die letzten Jahre deutlich verändert und wenn Sie mit mir hier mal ein bisschen an den rechten Bildrand gehen, dann sehen Sie, dass wir jetzt seit kurzem noch sehr stark negative Verzinsungen hier haben. Wir sehen es hier, die deutsche 2-jährige Bundesanleihe rentiert irgendwo bei minus 0,7%. Das heißt, sie sind ohnehin schon negativ. Man bezahlt für den Preis der Sicherheit. Dazu kommt natürlich noch der Kaufkraftverlust, die Inflation in Deutschland im September 2016 mit einer Veränderung von 1,7% im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn Sie das eben addieren, dann kommen Sie auf einen Wert von jenseits der 2,5%. Und das ist nichts anderes als das, was Ihnen die blaue Linie hier zeigt. Für die 10-jährige Bundesanleihe da die Renditen etwas höher. Aber Sie sehen es, das reicht natürlich trotzdem nicht aus, um hier den Kaufkraftverlust, der durch die Inflation entsteht, natürlich aktuell zu kompensieren. Dementsprechend, das finanzielle Gedächtnis muss neu justiert werden. Und wenn Sie nun sagen, ich hatte doch nie Bundesanleihen, das ist ja für mich irrelevant, jeder von Ihnen ist von dieser Entwicklung natürlich betroffen, weil früher war es eben so, nehmen wir mal das Jahr 2000, wenn wir hier drauf schauen wollen, da hat eben Ihre Bank hat nichts anderes getan, als Ihr Geld zu nehmen, was Sie auf dem Girokonto einlagern, hat eine 10-jährige Bundesanleihe gekauft, hat eine entsprechende Rendite realisiert, hat die eigene Marge abgezogen und den Rest hat man Ihnen als Zins gutgeschrieben. Und da wir eben diese Zinsmarge momentan nicht mehr haben, ist es auch nachvollziehbar, warum die Banken über neue Erlösmöglichkeiten nachdenken müssen, warum wir das Thema Verwahrgebühren für Bankkontoguthaben weiterhin auf dem Tablett haben werden oder warum sie für bisher kostenfreie Dienstleistungen erleben werden, dass man Gebühren einführt. Der Grund ist ganz einfach darin zu sehen, dass man bisher vieles über die unsichtbare Zinsmarge querfinanzieren und auch subventionieren konnte und da diese unsichtbare Marge nicht mehr besteht, haben wir eben entsprechende Auswirkungen und das heißt Gebührenerhöhungen an verschiedenen Stellen. Grundsätzlich aus der Perspektive eines privaten Anlegers schauen wir uns das kurz an. Sie sehen hier für verschiedene Inflationsraten mal dargestellt, wie das über die Zeitachse wirkt, weil Inflation ist grundsätzlich ein Thema, was bei den Raten, die wir in der westlichen Welt typischerweise haben, also in etablierten Volkswirtschaften, die dann irgendwo so zwischen 0,5 und vielleicht mal 2,5, 3% liegen. Etwas, was Sie nicht auf Jahresbasis sofort hier auffällt, sondern es tendenziell bei langfristigen Prozessen. Und ich nehme jetzt mal diese türkisblaue Linie mit einer Inflationsrate von 2%, da eben auch das Inflationsziel unserer Europäischen Zentralbank bei nahe 2% liegt. Und wenn Sie da mal schauen, wir gehen auf einen Zeitraum von 10 Jahren, hier unten sehen Sie verschiedene Zeiträume angegeben, und wir suchen uns diese türkisene Linie, dann bleibt eben von Ihren 100 Euro Kaufkraft bleiben eben nur noch ja, 82% übrig. Dementsprechend Inflation ein Thema, was grundsätzlich bei mittel- bis langfristigen Zeiträumen ein Thema
ist, was sich hier entsprechend auswirkt. Also bei Prozessen, wo es um Ruhestandsplanung geht, weil sie vielleicht schon über 50 sind, oder wo es um Aufbau einer Altersvorsorge geht, weil sie eben noch jünger sind. Also das ist ein wesentliches Thema. Inflation ist dahingehend ein bisschen gemein, weil sie sehen es nicht direkt. Ihr Geld ist immer noch auf dem Konto vorhanden, nur sie haben eben einfach weniger Kaufkraft und dementsprechend ein Thema, was eine gewisse Sensibilität hier auch erfordert. Wenn wir in die Details einsteigen, dann sehen Sie hier mal die harmonisierten Verbraucherpreise in der in der Eurozone. Und das, was Sie häufig in den Medien sehen, das ist die orangene Linie, die umfasst wirklich alle Gruppen an Waren und Dienstleistungen, wie man sie eben nach einem offiziellen Warenkorb hier gewichtet. Und Sie sehen, diese Linie ist doch ein relativ schwankungsreich. Sie sehen, die geht mal ein gutes Stück nach oben nach der Finanz- und Kreditkrise in den USA. Danach kam sie sehr, sehr stark nach unten, um jetzt wieder auch hier stärker anzuziehen. Und der Grund liegt darin, dass wir hier sehr schwankungsreiche Komponenten enthalten haben, wie zum Beispiel Energie, Nahrungsmittel, die schwanken tendenziell relativ stark. Und wenn man diese Felder mal rausrechnet, dann sehen Sie die blaue Linie und da sehen Sie, na, die ist doch bedeutend stabiler. Und aus unserer Perspektive wird die Europäische Zentralbank nicht nur auf diese schwankungsreichere orangene Linie schauen, sondern man wird auch auf die blaue Linie achten, weil hier möchte man wirklich feststellen, dass die Eurozone aus diesem disinflationären Trend, aus dieser Deflationsangst, die wir ja noch vor einigen Monaten ja doch deutlich gespürt haben, dass man hier wirklich heraus ist. Also hier wird nicht nur mal ein Anspringen auf 1,1% ausreichen, als dass die Europäische Notenbank hier wirklich von ihrer Zinspolitik abweicht. Von daher schauen Sie auch immer mal genauer hin, in diesem Fall eben die blaue Linie. Grundsätzlich muss man aber auch festhalten, dass wir auch ohne diese Betrachtung noch ein gutes Stück vom Ziel der Notenbank entfernt sind. Wir haben ein Inflationsziel von nahe 2%. Wir haben aktuell eine Inflationsrate von 1,1%. Und auch hier können wir ja schon relativ einfach grafisch feststellen, dass wir hier natürlich noch eine ordentliche Differenz zu der Zielgröße der Europäischen Zentralbank haben. Dementsprechend aus der Sicht der Währungshüter, zumindest wenn wir vielleicht mal die Bundesbank ausklammern, die natürlich auch eher eine deutsche Perspektive hat, ist es natürlich insgesamt so, wenn wir den Währungsraum betrachten, dass man feststellen muss, okay, wenn das Ziel bei nahe 2% liegt und wir sind bei 1,1%, dann kann man weiterhin bei der Geldpolitik mit niedrigen Zinsen agieren. Man kann weiterhin über Anleiheaufkaufprogramme am Markt agieren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir ein Überschießen der Inflationsrate akzeptieren werden, um hier vor allem auch die strukturellen Probleme in einigen Ländern der Eurozone vielleicht damit etwas zu kaschieren, um vielleicht auch die politischen Probleme, die aufgrund der Wahlen anstehen könnten und auch die populistischen Tendenzen, die wir haben, die eben hier von Seiten der Notenbanken nicht zu sehr zu unterstützen. Also dementsprechend, wenn Sie heute die Wahl haben zwischen etwas mehr Inflation und dafür weniger Arbeitslosigkeit, dann ist das, glaube ich, eine Meinung, die von vielen geteilt wird. Vor allem, da wir uns ja klar machen müssen, dass ja große Teile der Bevölkerung ohnehin über kein Vermögen verfügen, was unter der Inflation leiden kann. Sie wissen, die Vermögenswerte sind ja doch sehr ungleich verteilt und dementsprechend, wenn Sie sowieso kein Vermögen haben, dann ist es für Sie auch unerheblich, ob der Zins bei 0 oder bei 3% steht und ob die Inflation bei 0 oder bei 2% steht. Wichtig ist, dass Sie einen Job haben und dass hier die Lohnsteigerungen sich halbwegs eben an der Inflationsrate orientieren. Also, wir halten fest, Inflationsziel, das wird weiterhin verfehlt. Wir können uns ein Überschießen vorstellen. Der größte Punkt, der kann natürlich auch darin liegen, dass wir sehr heterogene Volkswirtschaften haben. Wir haben auf der einen Seite ein Land wie Deutschland, bei dem der Konjunkturmotor brummt. Auf der anderen Seite ein Land wie Italien, wo wir sehr, sehr große Probleme haben, wo wir volkswirtschaftlich viele Punkte haben, die im Argen liegen. Und Sie sehen es in grün dargestellt, die Inflationsrate für Italien 0,5%, Deutschland 1,7%, also eine unterschiedliche Differenz auch vom Ziel der Notenbank. Und wie eben angesprochen, wir können uns durchaus vorstellen, dass die Inflationsrate in Deutschland eben über das Notenbankziel hinwegschießt. Das wäre auch durchaus nachvollziehbar, wenn wir uns das klar machen. Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist bei weitem stärker angespannt, als wir das in den Ländern der Europeripherie haben. Wir haben insgesamt eine stärkere konjunkturelle Dynamik und dementsprechend könnte man sich auch höhere Inflationsraten vorstellen, weil
Auch das muss man klar sagen. Wenn Deutschland für sich alleine seine Geldpolitik machen würde, dann hätten wir keinen Zins, der so niedrig wäre. Deutschland müsste irgendwo einen Zins haben, aktuell so wahrscheinlich so bei 3,5 bis 4%. Und da sind wir natürlich sehr weit von weg. Und dementsprechend haben wir natürlich auch das Thema Überhitzungstendenzen, wie wir es hier in verschiedenen Anlagesegmenten sehen. Vorneweg natürlich der Immobilienmarkt, in den natürlich extrem viel Geld reinfließt. Das ist natürlich ein typisches Thema, was man in solchen Phasen erwarten würde. Und vielleicht nimmt der Immobilienmarkt da über seine Preissteigerung auch einfach die steigende Inflationsrate in den nächsten Jahren vorweg. Wir werden es sehen. Niemand hat eine Glaskugel, aber aus der Perspektive verstehen Sie hoffentlich und glaube ich auch, warum das Thema Geldpolitik in der Eurozone so schwierig ist, warum wir als deutsche Sparer darunter leiden, dass die wirtschaftliche Dynamik in den unterschiedlichen Ländern sehr heterogen ist und dass der Preis für den besseren Arbeitsmarkt, die bessere Lebensqualität in vielen Bereichen und vielleicht auch für eine höhere soziale Stabilität, Stichwort Jugendarbeitslosigkeit, dass der vielleicht daran liegen kann, dass diejenigen von uns, die über gewisse Gelder verfügen, sei es Rentenansprüche, sei es Kapital, das in Versicherungen gebunden ist, seien es eben Gelder, die sie auf Spar- und Einlagenkonten haben, dass sie hier eben das Problem haben, dass sie eben etwas mehr dafür arbeiten müssen, dass sie eben keinen Kaufkraftverlust erfahren, wie hier momentan durch die Inflation dargestellt. Ansonsten, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, es wird sehr viel momentan diskutiert über das Thema Inflation und die negativen Auswirkungen der europäischen Geldpolitik auf die Inflation für den deutschen Sparer. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch mal ganz klar sagen, wir haben immer noch ein gewisses Krisenpotenzial in der europäischen Währungsgemeinschaft dargestellt, auch durch die Target-2-Salden, die nichts anderes als Ungleichgewichte im Zahlungssystem hier darstellen. Und Sie sehen es hier oben, Deutschland, wir haben hier extreme Ansprüche, ich glaube rund 700 Milliarden Euro und gleichzeitig die Peripherie, ja, die ist da fast 700 Milliarden hier im Defizit, ein Land wie Spanien, da haben wir auch das Thema Kapitalflucht ein bisschen gesehen. Da sieht man schon sehr deutlich, dass wir doch einige strukturelle Probleme haben und dementsprechend das ist ein Thema, was wir noch weiterhin auf der Agenda haben sollten. Das könnte bedeutend wichtiger werden, als ob die Inflation bei 1,2 oder 1,9% steht und wie man diese nun korrekt berechnet. Also deswegen kommen wir zum Fazit und aus unserer Perspektive könnte es sein, dass Deutschland eine höhere Inflation als Preis für den Zusammenhalt der Europäischen Gemeinschaft zahlen muss und da auch für die gemeinschaftliche Währung akzeptieren wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Gewinner in Deutschland. Wir haben das Thema Export, da hängen Arbeitsplätze dran. Wir haben andere positive Aspekte der niedrigen Zinsen, die vielleicht auch gewissen Leuten Wohnimmobilien ermöglichen, die sie sich bei einer höheren Zinssituation nicht leisten können. Also man kann nicht pauschal sagen, dass wir in Deutschland da nur Verlierer haben, sondern es kommt sehr, sehr stark auf die persönliche Situation und eben auch die eigene Vermögensstruktur an. Grundsätzlich, aber auch das unsere Meinung, Sie brauchen keine explizite Meinung zur Inflation oder zur allgemeinen Kapitalmarktentwicklung, um die Basis für richtige Entscheidungen zu haben, weil am Ende des Tages, ja, gilt ja für uns alle Hand aufs Herz. 40% des Vermögens der deutschen Privathaushalte liegen auf Tages- und Girokonten, also unverzinst. Weitere 35% bei Versicherungen, 5% in Anleihen. Also 80% des deutschen privaten Geldvermögens sind schon mal direkt zinsabhängig. Und dementsprechend, das ist definitiv mehr, als man im Schnitt für eine Rücklage benötigt, weil klar, man ist unsicher. Die Debakel um das Platzen der Internetblase Anfang der 2000er Jahre, dann die Finanz- und Hypothekenkrise in den Jahren 2008 fortfolgende, also eine große Angst vor falschen Entscheidungen und dementsprechend liegt einfach sehr viel Geld momentan auf dem Konto und da nun die Inflation steigt, haben wir das große Risiko, dass der Handlungsdruck zunimmt und steigender Handlungsdruck erhöht dementsprechend das Risiko finanzieller Fehlentscheidungen. Daher macht es durchaus Sinn, sich eher mal tiefer und strukturiert mit dem Thema zu beschäftigen und nicht jetzt nur zu reagieren, weil die Inflation mal steigt, sondern meines Erachtens ein sehr guter Anlass, mal grundsätzlich mit seiner Vermögensstruktur und seiner finanziellen Risikobereitschaft etwas mehr auf Tuchfühlung zu gehen. Und auch das will ich an dieser Stelle mal sagen, auch Tagesgeld ist eine Anlageklasse. Das heißt, wer sein Geld nicht anlegt oder es einfach nur auf dem Sparbuch oder auf dem Sparkonto parkt, der hat natürlich auch eine Wahl getroffen. Er hat eine Anlageentscheidung getroffen für eine Vermögensklasse, für eine Anlageklasse. Diese Anlageklasse profitiert von Zinsen, die gibt es momentan nicht, die leidet unter Inflation, die steigt aktuell, hat aber auch natürlich den Charme, dass sie keine Schwankungen im Nominalwert hier spüren müssen, also kann natürlich auch schmerzfrei sein. Also von daher nicht anlegen oder nicht mit finanziellen Themen
tiefer einzusteigen, ist natürlich auch sehr wohl eine Anlageentscheidung. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir alle die Zukunft nicht kennen, niemand kann Ihnen sagen, ob wir auf Sicht der nächsten 10 Jahre ein eher disinflationäres Szenario haben, mit Inflationsraten, die um die Nulllinie pendeln, oder vielleicht auch ein Inflationsszenario mit 3 bis 3,5%. Das kann Ihnen jeder gut begründen mit Blick auf verschiedene volkswirtschaftliche Daten. Aber sicher kann es Ihnen natürlich niemand sagen, weil niemand die Zukunft kennt. Und wenn wir mal von diesem am Erfahrungshorizont ausgehen, dann sieht es aus unserer Perspektive so aus, dass man ganz klar sagen muss, wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht, und übergeordnet stehen mir nur zwei Töpfe zur Verfügung, eben der Sachwertetopf, der durch Immobilien, Aktien, Edelmetalle oder auch Rohstoffe dargestellt wird, oder eben der Geldwertetopf, wo ich eben Gläubiger bin, dargestellt eben durch Anleihen, durch deren Verpackungen wie Versicherungen, berufsständische Versorgungswerke und ähnliches, dann muss ich mir einfach klar machen, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann wäre die natürliche Verteilung des Kapitals eine hälftige Verteilung der Vermögenswerte auf jeden dieser beiden Töpfe. Das wäre die Neutralposition. Und erst im nächsten Schritt würde man auf Basis von persönlichen Zukunftserwartungen, von Expertenmeinungen, wie es ja so schön heißt, überlegen, in welche Richtung man das anpasst. Aber wie gesagt, sehen Sie das mal als Neutralposition. Und wenn Sie mal erfahren wollen über Ihre gesamte Vermögensstruktur, wie Sie da aufgestellt sind, dann ist das mittels der Vermögensstrukturanalyse sehr gut möglich. Und dann haben Sie auch einen sehr guten Überblick über die Fragestellung, welcher Teil meines Vermögens ist denn überhaupt zinssensibel? Wo bin ich denn inflationsgefährdet? Weil wir stellen oft in der Beratung fest, dass die Anleger uns fragen, warum sollte die Inflation steigen und wenn sie steigt, wie stark? Da sind wir aber immer bei Prognosen. Von daher für uns die Basis, erstmal sich klarzumachen, wenn eine Inflationsrate steigen sollte, und das zwar nachhaltig, wo in Ihrer Vermögensstruktur wird es Sie wie stark treffen? Welche Vermögenswerte haben überhaupt das Potenzial, mit oder stärker als die Inflationsrate zu steigen? Weil das können Sie wirklich sachlich korrekt anhand der jetzigen, aktuell vorliegenden Vermögenswerte beantworten. Erst danach sollten die Prognosen hier kommen. Und dann gilt es natürlich, die eigene Situation mit den Prognosen so zusammenzubringen, um für unterschiedliche Zukunftserwartungen ein vernünftiges Bild zu haben. Deswegen die Neutralposition hier meines Erachtens 50-50. Klar, gerne unterstützen wir Sie bei diesen Themen. Momentanes Thema Inflation, auch das muss man sagen, eins der Aspekte, die bei uns im Tagesgeschäft am stärksten nachgefragt werden. Also hier stellt man schon fest, dass doch auch die Präsenz in den Medien da momentan ein bisschen für Verunsicherung und den angesprochenen Handlungsdruck eben, wie soll ich sagen, relevant ist. Ich glaube, dass die Inflationsrate noch ein Stück nach oben gehen kann auf der kurzfristigen Perspektive. Und spätestens, wenn dann die großen Zeitungen in Deutschland mit den wenigen Buchstaben titeln 2,5% Inflation, so halbiert sich ihre Kaufkraft in 20 Jahren. Ich glaube, dann steigt noch mal der Handlungsdruck. Und wir wissen ja leider Gottes alle, dass zu niedrige Zinsen führen zu Fehlallokationen von Kapital, also nichts anderes als finanzielle Fehlentscheidungen. Und da geht es natürlich darum, dass man die im Vorfeld mit einem sinnvoll strukturierten Prozess verhindern kann. Dementsprechend nehmen Sie die Schlagzeilen um die steigende Inflationsrate bitte nicht als Grund, jetzt irgendwie blindlings irgendwelche Sachwerte zu kaufen, sondern nehmen Sie das als Anstoß, sich mal nachhaltig mit Ihrer Vermögensstruktur und Ihrer persönlichen Anlagesituation zu beschäftigen. Wie man das strukturiert tun kann und wie ein erprobter Prozess dazu aussieht, das können wir Ihnen natürlich gerne erläutern. Hier noch kurz der Gruß aus der Rechtsabteilung, und in diesem Sinne darf ich nun den Vortragsteil beenden. Bedanke Ihnen allen für, bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe nun für weitere Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.